Wir starten jetzt ein komplett neues Spiel, weil, wie gesagt, das andere uns völlig in die Hose gegangen ist. Moin Moin an alle Neugekleideten. Moin Moin Heiko, Hallöchen. Kommst du gerade rechtzeitig zum Neustart? Das Dorf verhungert uns gerade. Die zweite. Geht nicht. Müssen wir das richtig speichern? Voreingestellter Schwierigkeitsgrad einfach, ernsthaft. Wir hatten, glaube ich, normal. Ich hatte normalen Schwierigkeitsstufe. Das probieren wir auch nochmal. Wie geht's dir, Heiko? Ich habe immer gerne große Karten. Kann ich nicht. Osterinsel will ich nicht. Hä? Den Satz verstehe ich nicht. Wie meinst du das? So, wir starten. So. Okay. Ah, okay. Dein Chef hat ein Kind gekriegt und ihr wart mit ihm das Begrüßen. Alles klar. Alles klar. Ja, dann ist doch schön, wenn ihr Urlaub habt. So, unser Start wieder. Wir haben 17 Arbeiter und 28 Siedler. Das klingt natürlich jetzt am Anfang wahnsinnig toll. Wir wissen aber jetzt schon aus Erfahrung, nein, es ist gar nicht so toll. Weil, ja, unser Städtchen ist verhungert. So, und denen haben wir jetzt alle Arbeit gegeben. Wir wissen aber schon mal, dass die überhaupt nicht empfindlich sind, was Industriegebieten und so Zeug betrifft. Von daher. Ach, wir haben bei diesem Start gar keine Wohnhäuser mitgekriegt. Das letzte Mal waren die dabei. Dann habe ich doch in einfach angefangen. Oh, Schande. Dann kriege ich es gar nicht hin. Und jetzt bin ich jetzt im schwereren Modus wie den, wo ich gescheitert bin. Das ist natürlich Schande. Moin, Six. Ausgeschlafen, der Herr. Und wei, guten Morgen. Wovon miauen er denn?
geht's euch denn allen? Also Heiko wär's ja schon, aber Ray und Six. Das ist nicht so gut. Musst du dir bewusst was Hübsches gönnen? Also mir hilft das immer, wenn es mir nicht so mental nicht so gut geht. Ich mir bewusst was Schönes gönne. Manchmal hilft das einfach. Machst du das? Oh, das ist aber lieb von dir. Komm schon, ihr habt jetzt so viele Bäume gefällt. Das muss doch... Ich finde die Lamas hier so süß. Noch nicht. Aber ich habe tatsächlich die Bolognese-Nudeln habe ich die Woche schon probiert einmal. Die sind eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Natürlich nicht selbst gemacht, aber schmecken gar nicht so schlecht. So, im Moment haben wir richtig viel Essen. Wie lange? Ein Traum, der hätte das andere Dorf geträumt davon, so viel Essen zu sehen. Denn hier schon, ja. Nein. Okay. Warte mal. Was hat er jetzt zu meckern? Was hat er bitte gegen gut? Ablenken von... Ich weiß Gedanken manchmal so... Ach, auf dem... Ah, er hat was gegen Sack. Ah. Ja, ist okay. Ablenken von Scheißgedanken, obwohl ich Nachrichten nicht so gut möge, vermeide, kriege ich trotzdem mal genug mit. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich im Moment auch, was Nachrichten gucken betrifft, sehr, sagen wir mal, zurückhaltend bin. Ich will im Moment von Krieg und Scheiß gar nicht so viel wissen. Aber ja, es sickert trotzdem immer irgendwie, irgendwo was durch und ja. Und du denkst nur, meine Güte, ist die Welt bescheuert. Thank you.
Und du brauchst gar keine anderen Leute, weil dann guckst du mal kurz in YouTube was rein, da guckst schon mal hier und da in den sozialen Medien rein und schon batsch. Da brauchst du gar niemanden, der dich da das ignoriert, was du möchtest oder so. Das geht auch einfach so. Wie gesagt, wir starten gerade eine neue Siedlung, weil die anderen alle verhungert sind. Oder, ja, nicht alle, also wir haben aufgehört, bevor sie alle verhungert sind, nachdem wir schon über 20 oder 25 Bewohner verloren hatten. Hallo Kami, hey du, wie geht's dir? Und ja, jetzt müssen wir halt neu starten. Und Wantika, Hallöchen. Ja, du bist Wantika, ich weiß, meine Wikipedia aus SO. Ja, danke schön, Heiko. Das Lied tut uns doch allen gut. Kostenlosen Begleiter? Nein, habe ich nichts gesehen. Du bist umgezogen. Ach, deswegen warst du nicht da. Nee, da hast du ja wirklich noch richtig Arbeit, gell? Ich hoffe, es läuft alles gut. Ach, in Esso muss ich gucken. Esso? Habe ich wohl übersehen. Aufschreiben. Hab's nicht gesehen. Ja, ist jetzt ein PC-Zimmer. Ui. Ui. Nee, dann das habe ich wohl übersehen, Wantiger. Wie gesagt, die am Montag schon da waren, sehen es sofort, ne? Neustart. Und ich glaube, ich habe aus Versehen noch schwerere Spielstufe gewählt, weil ich dachte, ich hätte normal begonnen. Und offensichtlich habe ich aber einfach begonnen, weil hier nämlich die Häuser fehlen, die ich beim anderen Start hatte. Ja. Habt ihr kein Holz mehr? Doch schon. Wie die in kürzester Zeit das ganze Futter, das hier gestanden hat, das war doch so viel, ist es schon weg. Unglaublich. Das ist eine verfressene Bande, ich will hier nichts sagen. Aber wir haben ja festgestellt, oder am Montag mal durchgerechnet, die Kürbisse klangen zum Beispiel unglaublich viel. Ja, du erntest, was weiß ich, fast 2000 Kürbisse für 100 Leute. Mir haben wir dann festgestellt, das ist gar nicht so viel, wie es aussieht. Ja, also aus der Sicht gesehen habe ich auch ein PC-Zimmer, weil ich habe auch nur ein Wohnklo als Wohnung. Aus der Sicht gesehen habe ich dann auch ein PC-Zimmer. Ja, gut. Das war eine gute Dingsbums. Ja, doch, aus der Sicht gesehen habe ich das dann auch für mein Wohnklo. Aua, ja. Voll der Luxus. Ich habe auch ein PC-Zimmer. Mama Kami gemein, gell? Die ist ganz stolz auf ihr Zimmerchen. Eine PC-Wohnung, genau. Wir haben eine ganze PC-Wohnung. Und du hast nur ein Zimmer. Ha, Kami, wir sind viel besser. Nein, Scherz. Aber das war eine gute Vorlage, Way. Das war eine gute Vorlage. Herrlich. Oh.
Genau. Das war gut. Du bist von 2 auf 3 Raum gehüpft. Ja, super. Nee, bei mir ist leider alles ziemlich weit weg. Was Einkaufen und so ziemlich schwierig macht. Im Moment scheint meine Nase endlich Ruhe zu geben. Für den Moment. Ja, wenn das so funktioniert, ist doch wunderbar und die Miete bezahlbar ist. Wobei. Also, ich meine, mit 35 Quadratmeter bin ich schon sehr klein, aber 22, ich glaube, ich würde wahnsinnig werden. Das ist mir hier schon zu eng. Wobei, nach 20 Jahren sollte ich mich dran gewöhnt haben, aber... Ich zahle 400 warm. Häuser. Sechs, sieben, perfekt. Mit Brunnen. Perfekt. Wie gekonnt. Ja, das ist nett von dir. Ja, mal davon abgesehen, wie gesagt, 400 warm, 600 Rente, dann noch ein bisschen Sozialhilfe, das ist wirklich nicht viel. Gott, meine ersten Wohnungen, die waren so um die zwischen 60 und 90 Quadratmetern, allerdings in einer Gegend, wo die Miete dementsprechend, ne? Günstig war. Aber meine ersten Wohnungen waren sehr groß. Das bin ich halt irgendwie noch gewöhnt, ne? Ich hatte immer viel Platz. Zeitlang auch einen eigenen Garten. Ja, so ist das. Mandika, hast du jetzt nochmal angefangen mit dem Spiel oder bist du immer noch gefrustet? Kartoffeln, cool.
Als du vom Krieg nach Hause kamst. Also entweder bist du richtig alt schon oder nicht aus Deutschland. Ah, du warst mit der NATO in Kosovo, okay. Weil so kommentarlos Krieg zu erwähnen, ist eigentlich, ne? Gerade etwas verwirrend. Ne, so nicht. So. Okay. Achso, wir sollten uns ja noch nicht entscheiden, was wir... Mehr Tomaten oder Salat? Ja, das macht ja jetzt beides nicht wahnsinnig satt. Würde ich mal behaupten. Das ist eine nette Beikost, aber satt macht das doch nicht. Ja, ist schon übel, ja. Im Kosovo muss es ja teilweise ja auch übel zugegangen sein. Aber mit dem Krieg ist immer beschissen. Egal wo und wann. Ja, Fischerhüte machen wir gleich noch. Wir brauchen auch noch Jagdhüte und wir brauchen ja alles noch. Eins nach dem anderen. Wird uns auch teilweise hier mit diesen Dinger hier vorgegeben, damit wir unsere ersten Silbermünzen kriegen. Um dann den Handel machen zu können. Ja gut, wenn ihr freiwillig noch gehen durftet, war es ja gut. Es gab ja Zeiten, da waren wir dafür da noch gezwungen. Im Verbrauch können wir ja noch gar nicht wissen. Was fehlt euch denn? Wieso braucht ihr Eisen? Okay. Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Mhm.
Na komm, mach das letzte Haus fertig, dass ihr alle vorm Winter in die Hütten könnt. Okay, das ist im Grundgesetz verankert. Okay, danke für die Info. Entschuldigung. Oh, und Heiko trinkt lecker Amaretto-Kirschsaft. Lass es dir schmecken. So, die erste Aufgabe ist fertig. Seht ihr? Felder müssen wir bauen. Eins haben wir schon. Jetzt haben wir das zweite. Guckt. Dann bauen wir hier den Salat an. Was? Grünen Knopf. Okay. Ein Brunnen, den haben wir schon gebaut. Und jetzt das Holzfäller Lager, das wir das letzte Mal wie blöd gesucht haben, ist einfach die Försterhütte, ne? Wo setze ich die denn jetzt hin? So, halt, bleibt da. Nee, die klassische Wehrpflicht gibt's ja schon eine ganze Weile nicht mehr. So, wir haben jetzt alle eine Hütte. Sieht so aus. Und unsere Essensvorräte sind faktisch leer. Kaum haben die Häuser. Ah, nee, doch. Kartoffeln haben wir noch.
So, eine Fischerhütte, haben wir gesagt. War richtig. So, Fisch und Gemüse. Hm? Und hier fehlt ein Stück Straße. Das haben wir wohl übersehen. Habe ich gerade gar nicht gesehen. Heiko hat wieder im Roulette gewonnen. Na Glückwunsch. Na Glückwunsch. Wie weit seid ihr hier? Was? Vernichtung der feindlichen Streitkräfte in der Apfelringtüte. Ja. Na dann Mahlzeit. Die Salatköpfe sehen eher aus wie Kohlköpfe, aber sagen wir ja keinem. Gewagt, dich anzugucken. Ja. Kann ich das mit meinem Schnupfen auch so machen? Du hast es gewagt, meine Nase zu befallen. Oh, schade, Kami. Aber schön, dass du wieder da bist. Und ja, fröhliches Aufräumen. Ja. Bis dann. Und so, dir auch einen schönen Tag. Hey, arbeitsreichen Tag. Nein. Ja, ne? Bis denn. Oh, Kinas. Ja, nicht wirklich. Ich bin heute Morgen ganz schön am Schnüpfeln. Ganz schlimm. Und meine... Ich hatte ja letzte Woche mich schon beklagt, dass meine Zunge voller Fieberbläschen ist. Jetzt mein ganzer Mundraum fühlt sich wund an. Das ist so eklig. Also mich hat's wohl doch erwischt. Ich habe den Kampf verloren. Bin nur am Niesen.
Frechheit. Dabei sollte man meinen, ich kann mich gar nirgends angesteckt haben, so wenig wie ich vor die Tür gehe, aber ja. Ach, ich habe keine Bretter. Da war. Jetzt weiß ich, warum ich es nicht so eilig hatte mit dem Angelding. Da fehlt uns noch was. Da fehlt uns noch was. Und ich glaube, das können wir so schnell auch noch nicht. Doch, eine Sägerei können wir schon. Dann hopp. Wenn wir nämlich noch keine Bretter haben, dafür brauchen wir erst nur Sägewerk. Haben wir keine Steine? Nein! Abbrechen! Der da soll zugemacht werden. Wir haben nun so ein paar Steine. Und schon flitzen sie alle los. Juhu, was zu tun. Wir haben jetzt nur noch drei kleine Kinder. Ach, da steht's doch. Und 15 Leute, die wir in Arbeit bringen können. Wie viel haben wir denn auf den Feldern? Zwei. Da hätte ich auf jeden Fall gerne noch einen dritten. Dann geht das hier besser und schneller. Ja, ja, ich weiß schon. Wenn die Männer anfangen zu jammern, ist schon klar. Schlimm, schlimm. Schlimm, schlimm. Emi, ich hab nur eigentlich nur ein bisschen Schiss, dass mein Herz wieder rumspackt. Aber ansonsten ja. Aber Eisen haben wir doch, ja. Gehen sie jetzt auch schleppen, gut. Ja, danke. Juck, juck. So. Wie weit seid ihr? Ich glaube, ich lasse noch Eisen abbauen. Dann.
Was, ohne Arztschein ist auch keine Verletzung? Ja, ne? Das ist echt der Witz, dass ich beim ersten Start, da war die Klinik dabei, da war die Kirche, da waren schon Wohnhäuser. Also habe ich offensichtlich gar nicht gemerkt, dass ich auf dem einfachen Modus gestartet habe. Jetzt habe ich den normalen Modus an und da fehlt das alles nämlich. Habe ich wohl nicht gesehen, dass das so eingestellt war. Weil normalerweise fange ich immer mit normal an, weil ich mir einbilde, dass ich Städtebau einigermaßen kann. Aber offensichtlich hatte ich das übersehen, weil wir jetzt einen ganz anderen Start haben. Mit Zusatzgebäude, das habe ich nicht angefasst. City Skyline, dann kommt die Feuerwehr auch erst, wenn die Feuerwehr gebaut hat. Ja. Das habe ich auch nicht gesehen. Mit den Bewohnern, nee. Ich habe jetzt nur, wie gesagt, Standardschwierigkeit. Also normale. Und sonst habe ich da gar nicht viel angefasst. Ja, doch, große Karte. Ich will immer große Karten haben. Ich will Platz haben. Sonst habe ich eigentlich nichts angefummelt. So, da müssen wir als erstes leider Bretter machen. Kann ich aber nicht. Ach, Schande. Jetzt haben wir das extra gebaut. Ja, dann stellen wir die... Ich wusste, das war irgendwas mit der Fischerhütte. Die können wir nicht bauen. Weil uns da noch was fehlt. Nee, Bretter muss das Sägewerk machen und da müssen wir erst was freischalten dafür. Das macht im Moment nur Brennholz. Sag ja, das fehlt noch was. Da müssen wir noch was freischalten, soweit bin ich schon nicht. Wir haben gerade erst angefangen. Was, wenn es mal losgeht, brennt sie... Ja, das war früher, also früher, ganz früher, als es noch Zeus und Rom und so Sachen zu bauen gab. Da war das auch immer so. Da hat es in jeder Ecke an einer Tour gebrannt oder Verbrechen gegeben oder weiß der Däumel was. Es war immer spannend. Wie oft es in einer Stadt brennen kann. Und du hast nie genug Feuerwehr oder irgendwas gehabt. Grundsätzlich nicht. So, Holzfäller haben wir. Jetzt brauchen wir noch den Sammler, war klar. Der kommt mit hier dazu. So. Da ist einer verletzt, obwohl wir keine Klinik haben, seht ihr? Der hat bestimmt ins Bein gehackt oder so. Ja, wir können es trotzdem nicht. Wir müssen mal erst was upgraden dafür. Deine Theorie ist leider nicht aufgegangen, Vantika. Das wäre super. Wir haben keine Klinik, also wird auch keiner krank. Wäre ganz toll. Aber hat nicht funktioniert. Das wäre es doch, ne? Ich kann nicht krank werden, weil ne, ich komme nicht zum Arzt. Das wäre es doch.
Ja, prima Idee, prima Theorie, aber funktioniert leider nicht. Leider nicht. Sollen Sie sich mal nicht so anstellen? Ein Bein kann man doch mal beim Sarghüpfen gewinnen, lol. Aha. Ihr seid's mal wieder herzensgut. Nee. Wie viele Arbeitslose haben wir denn noch? 8? Ja gut, 2 der 3 gehen jetzt noch hier rein. Dann sind wir schon fast fertig. Krass. So, die Tomaten werden schon geerntet. Ich kann mir nicht helfen. Die Salatköpfe sehen wie Kohlköpfe aus. Irgendwie. Sehen die wie Kohl aus. Ja. Ja, den habe ich phasenweise auch. Wäre jetzt natürlich cool, wenn der Salat einen Monat später erst geerntet wird. Den Brokkoli habe ich noch nicht gesehen. Aber ich finde halt wirklich den Kopfsalat halt sehr, sehr nach Kohl aussehend. Ah, okay. Ne, wir hatten beim anderen Feld hatten wir ja Chili und Kürbisse und wir hatten 3 Startpflanzen. Chili, Kürbis, Eier und Winterkürbis. Wir haben 2 Kürbissorten gehabt, genau. Und jetzt haben wir nur 2 Startpflanzen, das sind Tomaten und Salat. Das ist zwar lecker, aber finde ich jetzt nicht unbedingt sättigend. Ja, ich habe jetzt auch nur 2. Bei der anderen Stadt hatten wir 3. Aber wie gesagt, Tomaten und Salat, so lecker wie das ist, beides, finde ich das nicht unbedingt sättigend, aber ja. Ich meine, Tomaten mit Mozzarella als Auflauf und dazu Reis macht zwar satt, aber ja. Ja, genau. Es war jetzt heute Morgen echt frustrierend. Wir konnten nur noch zugucken, wie sie einer nach dem anderen umgefallen sind. Und wie dann jetzt dann noch die ganzen Kinder angefangen haben umzufallen, wurde es mir dann doch zu anstrengend zuzugucken. Ich wollte ja eigentlich auf das Schiff noch warten, dass ich das einmal gesehen habe, wie das läuft mit dem Handelsschiff, aber das war mir jetzt zu. Ja. Das Video muss ich dann schneiden, weil ich will da eine neue Nummerierung anfangen.
Aber Salat wird definitiv wohl später geerntet. Was natürlich ganz praktisch ist, weil, ja, ihr wisst ja, ne? Wenn nicht alles gleichzeitig geerntet ist, haben wir auch ein bisschen länger davon. Wie weit seid ihr hier? Dauert noch. Avantika ist so beruhigend, ne? Es läuft ja eh wieder auf eine Hungersnot raus. Ne, danke. Zu gütig. Entschuldigung. Das ist die Rache für Montag, ich weiß schon. Wenn das so weitergeht oder schlimmer wird, muss ich wohl zwangsläufig pausieren. Das war jetzt nicht geplant. Ja, was echt. Es geht gar nicht mal so drum, dass mir das zu anstrengend wäre jetzt zum Streamen. Das ist es gar nicht. Sondern dass ihr die ganze Zeit mich schnäufeln hört und ich räuspern muss und vielleicht mal ein Nieser rausrutscht, den ich nicht mehr den Ton weggedrückt kriege oder sowas. Und gerade die ganze Zeit geschnäufelt. Ich finde das persönlich selber auch sehr nervtötend, wenn ich mir das dauernd irgendwo anhören muss. Und daher will ich euch das natürlich ersparen. Ach so. Ja, wir werden sehen, ob wir es schaffen diesmal. Müssen halt noch ein bisschen langsamer wachsen lassen, wie das letzte Mal. Weil es war echt gefährlich. Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin selber da empfindlich, Vantika. Und deswegen denke ich mir immer, das muss ich meinen Hörern nicht antun. Also im Juli wird der Salat geerntet, das ist gut. Dann haben wir ein bisschen länger von den ganzen Lebensmitteln. Was ihr ja Gott sei Dank nicht sehen müsst, ist, wie mir die Augen die ganze Zeit tränen, als wenn ich heulen würde. Ja, ist jeder halt anders, das ist klar. Ja, ich weiß, habe ich ja schon ein paar Mal gehört. Ich drücke halt so oft, wie ich dran denke und beziehungsweise meine Finger schnell genug sind, immer auf eine Taste, um das dann wegzumachen. Eine chronische Bronchitis hat mir mein Herzleiden mit verursacht. Ich habe vor ein paar Jahren eine Bronchitis verschleppt, über ein halbes Jahr, und die hat mir meinem Herz das Recht gegeben. Hallo Miau. Gut, dass sie jetzt erst kommt. Das könnte sie für sich für gestern rächen. Wie geht's dir, Miau? Wir haben keine Geburten gehabt, aber gut, wir haben jetzt ja Häuser fertig. Ich habe nichts angestellt. Ich habe nur beschlossen, dass ich einen schwereren Spielstart haben will. Flöt! Lalala! Ich habe hier zwei rollige Katzen im Chat. Na, wunderbar.
Jo. Tomaten sind gleich geerntet. Den Salat haben sie ja erst angefangen. Ich hätte dann auch gerne einen Salat mit Tomaten, bitte. Mal kurz rüberwachsen lassen. Nee, nee, nee. Lauter Gänschen. Die hoffen doch bestimmt irgendwie vom Feld was klauen zu können. Ja, so ungefähr, weil genau so. Genau so. Es wird einem nicht gedankt. Wenn mein Herz war schon angegriffen und die Bronchitis hatten dann recht gegeben und dadurch habe ich den Schlaganfall gekriegt. Und man sollte das echt nicht unterschätzen. So eine Erkältung oder Bronchitis-Grippe kann wirklich lebensgefährlich sein. Man sollte das nicht unterschätzen. Wieso durfte mir alle irgendwann mal? Und denken, wir tun uns was Gutes. Hauptsache, man behält den Job, la. Mhm. Ja, was macht ihr denn? Macht das Ding da fertig? Dass es hier weitergeht. Patzi. Naja gut, als Millionär kannst du dir tatsächlich ein Stück weit Gesundheit kaufen. In Anführungszeichen, aber eben nicht alles, ja. Letztendlich ist eine gute Gesundheit unbezahlbar. So.
Wir haben jetzt noch zwei Kinder nur noch. Wir können nicht selber. Du hast diese Woche zu deinem Chef gesagt, er soll daheim bleiben. Ja, wie geil ist das denn? Mein Brunnen ist voll. Der hat das Maximum an Wasser geschöpft, das ich eingestellt habe. Ich will nicht nochmal ein komplettes Lager nur mit Wasser haben. So, die Sammelstation ist fertig. Sehr schön. Jetzt müssen wir eine Jagdhütte bauen. Und bei der Jagdhütte war es ja so, die gehen über die ganze Karte, haben die gesagt. Das heißt, die können wir mitten ins Dorf bauen. Da müssen wir die nämlich nicht irgendwo in die Wildnis pimpen. Den tun wir hier ins Dorf rein. Da, wo wir das Essen dann auch brauchen. Seht ihr? Du baust die Jagdhütten, deren Jagdgebiet die gesamte Karte abdeckt. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, wo die Jäger über die ganze Karte latschen. Von daher können wir die hier im Dorf machen. So. Jetzt haben wir noch 7. Da mache ich aber gleich von Anfang an 3 Sammler rein. Ja, nee, also ich meine, wenn der Chef selber auch krank ist, und dann muss er halt auch mal daheim bleiben. Bringt ja nichts, wenn er die ganzen Leute ansteckt und dann jammert, dass alle krank sind, ne? Und er hat sie angesteckt, yay. Was dauert ewig? Bantika, auf was beziehst du dich jetzt gerade? Mir fehlt da jetzt der Zusammenhang. Was genau meinst du? Das Jagen gehen oder? Ja, natürlich, Weike, soweit ist es richtig. Die Jäger, dass die dem Wild folgen, das ist schon richtig. Trotzdem, jetzt mal ohne Scheiß, sag mir ein Spiel, wo die Jäger nicht nur in bestimmten Gebiete jagen, so wie hier. Ich bin tatsächlich sehr verschnupft. Ich habe wie einen Wasserkran gerade heute Morgen. Das ist ganz schlimm. Ich weiß nicht, was das gerade ist. Entweder reagiere ich auf irgendwas allergisch, habe irgendwas gegessen, was mir nicht bewusst ist, dass ich mal wieder reagiere, oder ich habe mich tatsächlich verschnupft. Wenn ich hatte ja letzte Woche schon, wo ich gesagt habe, ich habe Fieberbläschen auf der Zunge und meine Lippen fühlen sich komisch an. Und also ich bin ja schon ein paar Tage, wo ich immer sage, ich fühle mich irgendwie nicht wohl. Und jetzt, wie gesagt, Schnupfen und bin am Niesen die ganze Zeit und meine Stimme wird immer belegter. Das höre ich sogar selber. Also ja, ich brüte irgendwie was aus. Aber ich kann euch ja Gott sei Dank nicht anstecken. Oder doch? Warte mal, ich muss mal probieren. Kann ich das da durchdrücken? Nur so, dass ihr mit mir mitleiden könnt. Ne, so netterweise. Ihr wisst schon. Ne. Das ist die Frühlingskrankheit, der Winter fällt aus. Nee, also ich fühle mich sehr nach Winterschlaf. Ich könnte nur schlafen, ganz schlimm.
Am Wochenende kommt Minusgrade. Oh. Dann muss ich ja langsam mal an Heizung anmachen denken. Bis jetzt war ich ja noch zu geizig für Heizung, aber es war auch irgendwie nicht wirklich so kalt. Es hat mit Weste und so immer noch gereicht. Weil wenn die Heizung ja erst mal an ist, dann brauchen wir sie ja fast nicht mehr ausmachen bis zum Frühling. Vielleicht bin ich ja noch, ne, ich hab's ja noch nicht an. Noch nicht. Bei dir sind noch zweistellige Temperaturen, okay. Nö, da zieh ich eine Weste über, das geht noch. Aber, wie gesagt, noch viel kälter darf es jetzt nicht mehr werden. Das machen auch meine Gelenke dann nicht mehr mit. Ja, also wollen würde ich auch um die 20 oder mehr Grad. Aber ja, ne? Mein Geldbeutel ist schmal, da muss man gucken, dass man es nicht übertreibt. Nee, gut, wie gesagt, ich wohne ja hier in Bayern. Wir haben schon öfter mal Schnee oder richtig knackigen Frost. Aber ja, bis jetzt war es, wie gesagt, warm genug. Ich weiß noch, das eine Jahr, wo ich hier schon in Bayern war, da habe ich morgens einen Rollladen aufgemacht. Oh, toll, ist Schnee da. Und geht dann mit meinen Schlappen und Leggings, gerade will Müll rausbringen, und steht dann bis zu den Knien im Schnee drin. Yay! Weil das hat gar nicht so viel Schnee ausgesehen, wie man so den Rollladen aufgemacht hat. Aber dann standest du wirklich bis zu den Knien in den Schnee drin. Und das war das Jahr, wo in München und so die Dächer zusammengekracht sind. Das war das Jahr, wo ich weiß, in München, ich glaube, eine Eiskunsthalle und noch andere Dächer zusammengekracht sind durch Schneelasten. Das war, also wir haben ja hier noch relativ wenig Schnee gehabt, mit Knie hoch, aber ja, es war schon heftig. Das ist aber schon eine Ecke her. So, und die Jagdhütte ist gleich fertig. Ja, passiert manchmal, dass an Weihnachten noch die Rosen blühen, ja. Das passiert manchmal. Du musst weiterarbeiten, ja, dann viel Spaß, miau.
Lass dich nicht verarbeiten. Ja. Wir könnten ja jetzt sagen, verwursten oder vernaschen oder was auch immer, aber verarbeiten geht natürlich auch, ne? Ach ja. Könntet ihr euch mal ein bisschen beeilen mit dem Forsthaus? Guck mal, da ist eine Leiter. Am oder im Haus ist eine Leiter. Ich bin unschuldig. Errichte eine Sägerei, das haben wir schon gemacht, deswegen können wir gleich die Punkte holen. Eine Reparaturwerkstatt. Öffentliche Gebäude haben wir eigentlich noch nicht, aber wir müssen schon bauen. Ja, genau. Ja, aber beim Metzger zur Sau, das ist wirklich jetzt pervers. Aber wenn der Bäcker das zu seinem Kaffeestückchen sagt, dann ist das schon wieder, ne, so. Lass dich vernaschen. Komm her, mein kleiner süßer Berliner. Das klingt doch schon viel besser. Ich? Oh nein, als würde ich sowas gucken. Niemals. Lalala. Ich will schon perversen Apfelkuchen benutzen. Also bitte, Igitt. Kommt auf so eine Idee. Ihr Ferkels. So. Ach, wie war denn das jetzt? Was haben wir denn? Die Latrine ist jetzt nicht ganz so wichtig. Polizeirevier. Festzelt. Könnten wir, wir haben 5 Punkte hier. Dann hätte ich das gern. Bildung mache ich noch nicht. Wartet. Bergbau. So, jetzt lasst mich mal gucken. Pflastersteine haben mir das letzte Mal bitterst gefehlt. Oh, das ist 1000 Jahre her, wo ich das gesehen habe. Da bin ich jetzt dezent überfordert. So, und mir haben gesagt, theoretisch müsste das hier funktionieren. Ach, wartet mal. Ich habe wirklich die reizte Wasserkrane. Verarbeiten.
Sowas können wir alles noch nicht, ne? Textilfabrik haben wir gebraucht und Stricken war wichtig. Und dann haben wir keine Punkte mehr, gut. Und die Hütte ist fertig. Und jetzt müssen wir die Kirche selber bauen. Das letzte Mal haben wir die ja gehabt. Jetzt müssen wir sie selber bauen. Ist aber auch nicht so teuer. Jetzt müssen wir gucken, wo stellen wir die Kirche hin? Wir brauchen da nämlich Platz für Friedhöfe, ne? Man kennt das ja. Bauen wir so rundherum Friedhof, oder? Ah ne, warte mal. Wie weit geht dem sein Einfluss? Okay. Ja, aber das kennen die noch nicht. Das kennen die noch nicht. Da. So, da würden schon einige null Geburten. Gut, da haben wir schon mal ein bisschen Platz für Leichen. Und dann kann man hier rüber und hier rüber noch bauen. Das muss dann reichen fürs Erste. Ich sag, Gott sei Dank sind die hier nicht so empfindlich, was wo sie wohnen. Was man ja sonst von solchen Stadtgebieten kennt. Die sind da nicht so empfindlich. Von wegen, sie wollen nicht am Friedhof wohnen, sie wollen nicht neben Sägewerk wohnen und so, ne? Die haben einen sehr ausgewogenen Speiseplan. Nicht so eng sehen. Wir sorgen nur vor, ne? Wir sorgen nur vor. Wir sorgen nur vor. Wir haben jetzt jede Menge neue Sachen freigeschaltet. Schneider, Schilf, den Imker. Da habe ich aber noch kein Leben, oder? Habe ich Leben? Nee, ne? Meine Nase nervt mich. Nee, ich glaube nicht. Leben haben wir noch nicht. Da müssen wir die Sandgrube erst freischalten. Großer Friedhof, damit die Rente auch morgen noch sicher ist. Yay. Was? Wie, was macht's jetzt nicht besser? Achso, ja. Das Siedlungszelt. Und dann gibt's ja noch die... Ach, die Pension macht sogar bis zu 24 Plätzen. Das sieht doch viel schicker aus. Oh, geht das.
Oh, ich glaube mir, ich habe nicht mehr genug Tempos. Na, wie weit seid ihr? Was fehlt euch? Euch fehlen Steine? Euch fehlen Steine, kein Problem. Da. Ist eh kalt, dann könnt ihr Steine kloppen gehen, dann wird's euch warm. Ja, genau. Die zentrale Hinweis auf Rentensicherheit. Ja, genau. Ich bin ja auch nur Rentnerin, ne? Ich meine, ja. Die Rente von morgen sicher ist ein großer Friedhof. Ja, nie, lol. Ist klar. Die Ukraine braucht Panzer, die LK braucht Tempos, genau. Du. Ja. Also ein Panzer würde meiner Nase jetzt gerade nicht helfen, nee. Oh. Ja, das ist mies. So, unsere Kirche ist fertig. Jetzt müssen wir die Klinik bauen, seht ihr? Ich habe keinen Garten. Also, nein, kriege ich nicht unter. Wir sollen die Klinik bauen. Stellen wir neben Sägewerk, so für den Fall, dass sie ne, und so Arbeitsunfall haben, sind sie gleich in der Klinik. Die Leos schaffen sich schon selber Platz, ja genau. Ich tue mal kurz die ganzen Autos von den Parkplätzen runter und dann ist dann schon Platz irgendwie. Hinten am Neubaugebiet, außer die Straßenlaternen und die Straßen selber ist ja noch nichts da, da ist dann Platz genug. Müssen halt noch ein bisschen weiterfahren. Denn zumindest unsere Straße hier oben, wir waren ja bis jetzt immer das letzte Haus am höchsten Punkt. Jetzt haben sie unsere Straße mit dem Feldweg, also ehemaligen Feldweg, der jetzt eine Straße ist, verbunden. Und ja, eine durchgehende Straßenlaterne haben sie jetzt gebaut, habe ich gestern Abend gesehen. Thank you.
Jetzt haben wir schon November. Wie sieht's denn mit Futter aus? Die Tomate handelt sich um eine Art Rohkost. Art Rohkost. Man kann die roh essen, ja. Kopfsalat. Haben wir doch schon gehabt. So steht hier nichts. Jetzt haben wir irgendwie tatsächlich viel zu wenig Steine anscheinend. Die kommen da gerade nicht hinterher. In dem schwarzen Brett mal zwei Witze. Okay. Tja, da muss man wohl in der Armee sein. Also für mich sagen die Witze jetzt nicht wirklich was, aber egal. So. Also der baut jetzt die Klinik, sehr schön. Und die bauen jetzt den Friedhof. Wir haben jetzt zumindest dafür Steine genug. Achso, das sind alles Panzer. Naja, mein Panzer sollen ja auch mal geklaut werden, habe ich gehört. So hin und wieder. Zu gut getan, ja. Dann nehme ich mal an, dass der zweite Witz in Verbindung zum ersten stehen soll. Die Gewinner von dem Tarnwettbewerb haben dann dafür gesorgt, dass man die nicht mehr findet. Okay, es hat Klick gemacht. Es hat Klick gemacht. Nun. Friedhof ist fertig. Wie viele Plätze haben wir da? 48 Plätze, ne? Ist dann tatsächlich fast das Doppelte, was wir aktuell an Einwohner haben. Ja. Wir haben also wirklich vorgesorgt. So,
Na guck, die haben uns jetzt 26 Gänsefleisch schon organisiert. Immerhin kriegen wir für den Winter noch einen fetten Braten. Kann fast jeder eine ganze Gans futtern. Ach, Kiddas. Ich hatte keine Steine mehr, deswegen hat es so lange gedauert. Und die Steine haben wir jetzt nachorganisiert. Und die sind jetzt gerade die Klinik am Bauen, sich der Hammer. Die sind die Klinik gerade am Bauen. Und Arbeiter haben wir jetzt noch 4. So, das war die Klinik. 3 Arbeiter. Ja. Das kann ja endlich in die Klinik. Monate nachdem er sich ins Bein gehackt hat, darf er dann endlich mal behandeln lassen. Und wir haben das Tutorial praktisch durch. Wir haben alle Gebäude gebaut, die nötig sind. Also zwingend nötig sind, den Rest müssen wir jetzt selber hinkriegen. So. Ja, vor allen Dingen modernste Gentechnik, als wenn die davon schon was gehört hätten. Lalalala. Er geht jetzt da rein, guck. Oder? Wird er doch nicht? Doch, er geht da jetzt rein. Fein. So. Wir haben die Klinik, wir haben die Kirche, wir haben unseren Marktplatz. Händler aus dem Norden, wir haben kein Bier, müssen wir also absagen. Konnte man ja immer noch nichts machen. Ne? Lalalala. So, dann sind wir genau 3 Arbeiter noch. Der hockt auch einer drin. Ja, wo konnte man das nochmal sehen mit den... Hier, ne? Wir haben mittlerweile, da haben wir die Meldung verpasst, wir haben Hafer gefunden. Okay. Die haben Hafer gefunden. Das heißt theoretisch,
Das haben wir Stetschmo uns nicht getraut zu probieren. Aber Hafer ist doch bestimmt für mehr gut, wie nur Bier brauen, oder? Das probieren wir jetzt mal. Also ich denke da echt an Haferbrei. Dass die Haferbrei essen. Ja, also mit Milch und mit Kakao kann ich mir das auch. Oder mit Rosinen oder Mandelsplitter oder sowas. Also mit Haferflocken kann man eine Menge machen. Deswegen probiere ich das jetzt mal. Das letzte Mal hat mich das abgeschreckt, dass da steht für Bierbrauen. Nix I, es gibt kein I. Es gibt nur ein, das mag ich nicht, aber ja. Ich wollte doch morgen Alba weiterspielen. Ich fürchte, das wird nichts. Ja, probieren wir das nächste Mal aus, ob sie die Hafer irgendwie essen. Es würde mich irgendwie... Da ist Weizen. Das sind die Häuser gerade nö. Doch, da ist euer Hafer, guck. Also essen die das. Ein Hafer ist so sättigend oder nicht sättigend wie Tomaten und Salat. Haferbier, doch. In Medial Dynasty können wir auch Haferbier brauen. Das gehört zu den alten Formen von Biersorten, die früher mal gebraut wurden. Roggenbier, Weizenbier gibt es ja heute noch. Haferbier, Honigbier kennen wir ja auch. Ja, also es gab früher viele verschiedene Arten von Bier, bevor diese Sachen wie Reinheitsgebote und so weiter kamen. Die Leute hatten halt nichts anderes, ne? Wenn ich kein Weizenbier, ich habe auch schon Bier mit Honig gemixt. Naja, es ist gewöhnungsbedürftig. Ich trinke lieber Honigwein. Aber ja. Aber ich weiß, dass wenn du mal in Wikipedia oder so guckst, wird auch von diesen alten Biersorten auch beschrieben noch, dass es tatsächlich die mal gab. Heute halt nicht mehr so üblich sind die manche. Nicht mehr so bekannt. Mit Weizenbier kennen wir alle, ne? Hefeweizen. So. Dann machen wir noch den letzten Arbeiter in die Landwirtschaft. Dann haben wir noch ein Kind.
Damit sind mir alle Arbeiter grad los. Und viele Biersorten von früher sind auch nicht so stark gewesen wie heute. Wenn sogenannte Dünnbiere, die nur kaum mehr wie verdünntes Wasser waren, amanhã. Die haben dann im letzten Jahr auch schon ganz gut gesammelt. Sehen ja, die sammeln ja auch Hafer. Also müsste das eigentlich funktionieren, dass die das essen. Dann haben wir drei Sorten Nahrung. Ich sag ja, die Biere waren teilweise extrem dünn, ja. Richtig, oder mit Wein gemischt hat man ja das Wasser auch ganz gerne. Hauptsache, ja. Das Wasser hat Geschmäckle, ne? Mensch, Trunksucht gab's ja schon immer, aber ja, wirklich aus Luxus sich einen Alkohol hinzustellen, das konnten sich nur wenige, wenn nur die Reichen und die Adligen. So, das zweite Jahr beginnt. So, kannst du mir jetzt was über den Wasserverbrauch erzählen? Wir müssen noch ein bisschen mehr produzieren. Das liegt aber wahrscheinlich nicht da dran, sondern wir brauchen dann noch einen Arbeiter. Müssen wir dran denken, wenn wir noch mal einen Arbeiter übrig haben, der muss mit in die Brunnendingsbums. Der ist in der Klinik und es dauert immer ewig, bis die geheilt sind. Das dauert immer ewig. Das habe ich schon ein paar Mal beobachtet. Und der auf der anderen Seite, ne, die Ärztin ist gerade mal 14. Die weiß noch nicht so wirklich, was sie tut. Und dann hat die keine Bildung, ne? Da fehlt das Bildungszeichen. Wie hier zum Beispiel. Sehe ich, die bringt sich das alles selber bei.
Oder die Oma hat ihr ein paar Sachen erzählt. Und jetzt fühlt sie sich als Ärztin. Dementsprechend gut oder schlecht kann sie heilen. Versuch macht klug, so nach dem Motto. Versuch macht klug. Vielleicht, vielleicht auch nicht, oder so nach dem Motto. Muss er durch. Dann muss er durch. Ja. Wir müssen mal überlegen, ne? Die fangen mit 10 an zu arbeiten. Und ich hatte auch schon einen Arzt, der hat mit 11 angefangen zu praktizieren, wisst ihr noch? Und dann haben wir uns schon gewundert, die hier ist immerhin schon 14. Und ja, also, ne? Also. Die hat bestimmt ein paar Tipps von Mama und Großmama gekriegt und dann probiert sie es jetzt, ne? So. Solange das Bein nicht keinen Wundbrand kriegt, ne? Die haben eine Gans oder was gejagt, guck. Die gehen das Fleisch holen. Ich habe tatsächlich schon mal Lama-Wolle gehabt, wo ich mich erst gewundert habe, wo sie die her haben. Und dann, ach guck. Aber ja, die Gänse tun sie am liebsten jagen. Das habe ich auch schon festgestellt. Sind halt leichte Beute, ne? Die arme Gänse muss nicht so lange leiden. Ich weiß nicht, ob das die richtigen Tipps sind, Ray. Ach, Kinders. Lalala. Massenauflauf auf dem Markt. Ja, ja. Warum am Hals schnippeln, wenn die Wunde am Bein ist? Ja, nee, ist klar. Wieso habt ihr kalt? Geht euch mal Holz holen. Also wir haben einen Vorrat von 700 Wasser. Das müsste eigentlich reichen, ne? Aber wir produzieren definitiv zu wenig.
Also Kinas, ich glaube, ich werde tatsächlich euch ein paar Tage von mir verschonen müssen. Es wird mit jeder Stunde schlimmer. Echt bei der Planung für die nächsten Tage fällt aus. Das hat keinen Sinn. Ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich morgen Alba weiterspielen. Da haben wir ja letztens mittags mal angefangen. Es war eigentlich ganz süß. Ha, das fällt jetzt sehr spät aus. Mich brettert's gerade voll. Wieso schickst du noch keinen zum Halsaufschnitt? Wie nett. Da sind unsere Lamas, schaut. Im Schnee sieht man sie fast nicht. Die sind schon irgendwie süß. Aber erinnert ihr euch noch, wir hatten mal einen Brunnenarbeiter verloren, weil er vom Lama angespuckt wurde. Die Lama-Spucke hat ihn getötet. Solche komische Sachen passieren hier. Ernsthaft. Kein Witz, brauchst du nur die alten Spielstände gucken. Es war am Montag oder davor das Spielstand, haben wir die Meldung gehabt, dass unser Brunnendings an Lamaspucke gestorben ist. Da habe ich minutenlang fassungslos den Kopf geschüttelt, wie man daran sterben kann. Es ist mir immer noch ein Rätsel, wie man da dran sterben kann. Ich meine, ist der da dran ertrunken oder ich weiß ja auch nicht, ne? Vor Ekel, na gut, das wäre eine Erklärung. Das wäre eine Erklärung. Also, ich meine, wenn das Vieh getappt hätte und hätte etwas unglücklich getroffen oder so, okay, aber gespuckt, so, es geht mir nicht in mein Köpfchen rein. Es geht mir da nicht rein, wie man da dran stirbt. Ich meine, giftig sind sie ja eigentlich auch nicht, ne? Also, es war schon sehr befremdlich. War schon sehr befremdlich. Mensch, das war das Lama namens Corona. Ach so. Ach so. Na dann. Na dann.
Ganz schöne Völkerwanderung darüber. So. Ja, könnten dann die Jäger hier mal bitte ein, was ist das eigentlich, ein Truthahn fangen, Truthahnbabys. Und wir kriegen die dann nicht dazu überredet, das zu tun, ne? Nee. Das wäre natürlich schick, ne? Weil hier hat es eine 100% Chance, dass sie uns ein Baby fangen. Das Blöde ist nur, die müsste halt da hingehen. Ich weiß nicht, wie ich die dazu überreden kann. Ich meine, es ist auch gar nicht so weit weg. Also, hallo, beweg deinen Hintern. Da ist sie. Wenn die uns nämlich Truthähne oder sowas fängt, hätten wir nochmal Fleischorganisation, ne? Die 17. Ja, die rennt überall rum, nur nicht da, wo sie soll. Die ist gebildet, eine ausgebildete Jägerin. Eine der letzten gebildeten Arbeitskräften. Ist sehr zufrieden, hat ein bisschen Durst, wenig Ausdauer, bisschen Hunger. Steinwerkzeuge haben wir nämlich viel. Müssten langsam mal eine Schmiede haben, aber der Kleine ist immer noch nicht groß. Ja, wir können den Jäger leider nicht dazu überreden, mal eben da jagen zu gehen, um uns Jungtiere zu fangen. So, der März ist da, die Feldfrüchte werden angepflanzt. Der kostet nur 300.
Ja, gut. Wir haben im Moment echt kein. Oh, guck mal. 6.000, ihr habt ihr im Knall. Ich bin doch kein Krösus. Das sieht aus wie die, die sowieso wachsen. Ach, guck mal, eine Sellen. Und das war noch so riesengroß, eine Sellen. Truthähnejagen, das ist jetzt wichtiger. Männer machen nur Ungemach. Dann kommt sie mit Babys an und dann hat sie wieder keine Zeit zum Jagen und wieder Ausreden. Nee, 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 das geht nicht. Ach ja. Ja, wir haben jetzt natürlich keine Schule. Damit kriegen wir auch keine Forschungspunkte. Auch mit nur einem Bobbelchen brauchen wir auch keine Schule noch. Nee, tot ist er nicht und ist. Ja, scheiße, stimmt. Er scheint geheilt zu sein. Eine Todesmeldung haben wir keine gekriegt. Sie hat's geschafft. Die hat's Bein geheilt. Sie ist ein Stück erfahrener. Ja, und der Jägerin hat da oben wieder Gänse gejagt, statt hier die Truthähne. Mittlerweile ist aber dieses Zeichen für Jungtiergarantie. Ah, nee, da ist es noch. Der Brunnen ist voll. Die soll 800 Wasser schöpfen, der ist voll. Die hat das Maximum für den Moment erreicht. Erst wenn die da wieder was weggeholt haben, schöpft sie dann neue. So, die haben jetzt den Hafer gepflanzt, die in die Tomaten, die Salat sind so nicht ganz fertig. Dann haben wir am nächsten, oder jetzt im Sommer, haben wir dann hier schon drei Sorten Essen aus Eigenanbau. Mal gucken, ob das funktioniert. Melodie ist so schön.
Ich muss noch Fischstäbchen anbauen, ja. Mhm. Wie gesagt, wir können noch keine Bretter herstellen, deswegen gibt es die Fischer-Dingsbums noch nicht. Ja, aber das Sägewerk kann nur Brennholz. Da fehlt uns noch was. Das müssen wir erst erforschen. Und für Forschungspunkte brauchen wir Schule. Und für die Schule haben wir aber gerade keine Kinder. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Irgendwas ist immer. Ja. Müssen wir noch warten? Naja gut, eine Lehrerin, Lehrerin, hier ein Kind hat's noch, aber eigentlich will ich den dann in den Brunnen reinstopfen, dass die garantiert genug produzieren. Na, mal schauen. Aber solange es keine Kinder gibt, es dauert ja immer ein, zwei Jahre, bis die anfangen mit Kindern machen. Hat schon wieder keine Kinder gegeben im letzten Drittel, letzten Quartal. Ja klar, gebe ich Noten, ja, hallo. Ich muss mich ja mit irgendwas beschäftigen. So, dann machen wir einmal Rundschlag. Nein.
So, dann kommt irgendwann noch ein viertes Feld hin. Warum die den Feldweg hacken tut, wenn sie eigentlich den Hafer dingsen will, weiß ich auch nicht. Ja. Schachspielen, ja. Das habe ich schon ewig nicht mehr. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Siehst du, hier am See gibt es auch so einen Fischpunkt. Ja, die sind wild am Bäumchen pflanzen, fällen meine ich. Die hat wohl Schilf gefunden am Ufer und hat ein bisschen Holz in der Tasche. Die hat auch Schilf gefunden. Hat Tomaten dabei, nur damit sie unterwegs nicht hungrig wird, hat sie Tomaten in der Tasche und ein paar Holz. Was hast denn du? Pilze und Gänsefleisch. Wo hast denn du das her?
spannend. Aber das kann sein, dass die hier das Schilf finden. In die Ecke Bäume fällt der Idefix verzweifelt bellt. Ja, ja. Okay. Was sagst du? Ich bin nicht neugierig. Ja, die tun hier an diese Dinger. Das sind dann Schilf. Ich dachte mal, das ist Wildgetreide. Oder das ist Schilf. Und Schilf brauchen wir ja zum Stricken. Für Körbe und für Fischernetze und Seile, glaube ich. Habe ich das gesehen. Die haben auch wilden Hafer dabei und ein paar Erbsen. Ach, Entschuldigung. Das ist immer das Getreide, wo ich dachte, dass die das nicht ernten. Das ist Schilf. Da ist auch ganz viel Schilf. Entschuldigung. Es ist Mai. Es gibt ja schon bald Tomaten wieder. Und im Juli fängt ja die Salaternte an und Hafer wissen wir noch nicht. Gehen jetzt das Schilf holen. Und hier haben sich ein paar Pilze davor gedrückt, geerntet zu werden. Zumindest haben wir aktuell jede Menge Futter. Was die alles einen Verbrauch haben, ne? Wenn das alles mal hochrechnen, wir müssten theoretisch die ganzen Zahlen mal hochrechnen und durch die Einwohnerzahl dingsen, um zu sehen, wie viel Essen wir brauchen im Jahr.
gerade noch. Gänsefleisch hatten wir schon mal. Hammel. Na, wo ist es denn? Ach, da oben. Gar kein Verbrauch. Okay. Noch nicht. Ja, das ist eine neue Rechenoption. Genau. Ach, du meinst doch, die sind so zickig, die glauben ja nicht, dass es neue Arten gibt. Aber das funktioniert bei mir immer ganz gut, aber die glauben das ja nie. Da hat sich wieder jemand verletzt. Und schon wieder im Sägewerk. Gut, dass wir die Klinik direkt daneben gebaut haben. Wie, es ist erst Mai und die fangen schon an zu ernten. Guck mal. Diesmal auch den Salat. Das ist ja lustig. Es kann aber sein, weil wir letztes Jahr haben wir den Salat ein bisschen später angepflanzt. Vielleicht lag's da dran. Jetzt ist Juni und die haben schon Ende Mai angefangen, Salat und Tomaten zu ernten. Nee, nee, das stimmt auch nicht. 1 plus 1 ist immer 3. 1 plus 1 ist immer 3. Nicht 5, das ist falsch. Das ist 3. Nee. Das ist schon lange erwiesen. 1 plus 1 ist immer 3. Oder wird in kürzester Zeit 3, egal wie rum, aber. Doch, Dingsen zählt hier. Aber sowas von. Muss nur 1 und 1 ein bisschen enger zusammenrücken und schwupp sind sie zu dritt. Das weiß doch jeder. Also mit der Hafer wird jetzt später geerntet, seht ihr. Die machen die nämlich jetzt gerade nicht. Während sie fleißig Salat und Tomaten ernten, wird der Hafer noch gehäckselt, damit kein Unkraut und so dazwischen ist.
Was? Vorschlag, machen wir erstmal gemeinsam die Mathematiker platt und dann kümmern wir uns um eins und eins. Ja. Nee, ich glaube nicht. Wie fangen die denn Schafe? Nicht im Büro, im Schlaf, ja. Es wäre eine Möglichkeit. Was, er wickelt sich im Stummel und verstehe ich nicht. Für so Witze bin ich zu doof. Wie geht's dir denn, Guru? Zimmer denn? Die sind jetzt schon den Hafer auch am Ernten. Bin ich ja mal gespannt. Nee, die Karina nicht, aber erkältet halt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich keine Karina oder sowas habe. Aber halt erkältet. Auch das kommt ja mal vor, ne? Wenn ich habe ja schon eine ganze Weile Vorwehen gehabt, wo ich immer gefroren habe und dann hatte ich so Fieberdinge auf der Zunge und mich einfach nicht wohl gefühlt. Und jetzt scheint's endlich auszubrechen. Es wird mit jeder Stunde schlimmer, der Schnupfen. Der reinste Wasserhahn. Ja, das dann heißt, dass ich notgedrungen wohl ein paar Tage aussetzen muss. Bis ich wieder halbwegs ohne rumschnüffeln und so euch zu Diensten sein kann. Warte, komme ich dann jetzt darüber?
Ja, ist halt so, wie es ist. Ist halt so. Nee, wie gesagt, aber ich habe schon 2-3 Wochen Vorwehen gehabt mit der Müdigkeit und ständig frieren. Und es war klar, dass irgendwas Anmarsch ist. Lagerkapazität. Ups, das Lager ist voll. Aber warte mal, können wir nicht schon ein Lagerhaus bauen? Da haben wir das auch noch nicht frei. Doch. Nee. Wir können doch gar kein Lagerhaus bauen. Schande. Wir müssen noch mal sowas bauen. Ja, aber jetzt muss ich auch erst freischalten, offensichtlich. Und da fehlen mir die Forschungspunkte, sowohl für Bretter wie auch für das Lagerhaus. Die Bretter, die die Welt bedeuten, mal anders das formuliert, ja. Hallo Wiebke. Das ist bestimmt Wiebke schuld. Kinders, Wiebke ist schuld, dass ich so am Schnüffeln bin. Die mit ihrem Mief, ne? Ihrem komischen Schwefelmief, die ist doch bestimmt schuld. Wie geht's dir denn? Ja, sicher mal. Du tust gleich mit uns Mitleid. Ja, prima. Jetzt kommen sie von allen Seiten mit irgendwelchen Sachen zum Einlagern angerannt. Ja. Also unsere Jahresproduktion von Tomaten ist definitiv mehr, wie wir brauchen. Selbiges für Salat. Ja, wie es halt einer Schniefnase geht, ne? Nicht gerade berauschend, aber müssen wir durch. Ja, die Jäger jagen. Ist ganz okay. Wie die hier schnell alles voll kriegen, unglaublich. Wie was? Sag ich doch, jagen halt.
ist sie denn? Keine Ahnung. Also immer noch Gänsefleisch vor allen Dingen. Tapfer am Gänsefleisch dingsen. Unser Truthahn-Babys haben sie uns immer noch nicht angeschleppt. Erbsen haben wir gekriegt. Wieso kriege ich die ganzen Meldungen nicht mit? Nö, da war auch keine. Da war auch keine, deswegen habe ich das nicht mitgekriegt. Wir haben jetzt noch Erbsen bekommen, schaut. Jetzt haben wir 4 Saatgut. Aber keinen Arbeiter. Erbsen machen aber satt. Das ist notfalls auch Fleischersatz. Immerhin haben wir jetzt schon 4 Saatgut. Sind wir schon eins weiter wie mit dem anderen Spielstand. Da sind wir über 3 Jahre nicht rausgekommen. Das hier, da hat der Jäger wahrscheinlich eine Gans erlegt und jetzt sind sie das Fleisch und das Zeug gerade am Abholen. Das hier ist halt irgendein Wildgetreide und da ist Schilf. Und das hier könnten Zwiebeln sein. Wilde Zwiebeln. Das hier, das sind wahrscheinlich wilde Zwiebeln. Ja. Die sind immer noch am Hafer ernten und die Zahl noch nicht gedingst. Im Moment brauchen wir das Wildgemüse noch nicht so dringend, deswegen lasse ich das ganz gerne noch ein bisschen stehen. Aber ein bisschen Schilf können sie noch mal holen. Es braucht hier ein bisschen Nachwachsen. Aktuell haben wir ja wirklich genug zu essen. Das Handelsschiff kommt, das erste. Also ich würde schwören, dass unser Wissensdings hier gewachsen ist, obwohl wir keine Schule haben. Es war doch mal, wie wir selbst mal da reingeguckt haben, hier unten irgendwo der Balken. Jetzt ist er fast voll, schaut. Es dauert nur viel länger wie in der Schule. Zwölf Bürger hätten gern ein neues Haus. Na dann. Wir haben einen Technologiepunkt. Sägewerk. Dann können wir Bretter machen. Wartet mal. Müssen wir das jetzt erst aufdingsen, ne? Aufwerten. Und dann müssten wir Bretter machen können.
Ja, es sieht so aus, aber es dauert viel länger wie mit der Schule. Es dauert tatsächlich viel länger. Und es ist zumindest beruhigend, dass wir auch ohne Schule ab und zu einen Technologiepunkt kriegen. Weil sonst würde es ja gar nicht vorwärts gehen. Ja, danke schön, Mandika. Und schön, dass du da warst. Lass dir schmecken, was gibt's denn Leckeres bei dir heute? Überbackenen Blumenkohl. Ich hätte dann gerne eine Portion ab davon. Niam, niam. Lecker. Lass es dir schmecken. Ja, yeah, wenn das so einfach wäre. Das ist möglich. Wobei wir haben vorher auch immer vollbesetzte Häuser gehabt und haben trotzdem Kinder gekriegt. Wir haben zwei Arbeiter übrig. Einen Kamax hat, der kommt hier in den Brunnen rein. Und dann hätte ich gern noch einen zweiten Jäger. Ich will ja diesmal nicht ganz so schnell wachsen. Weil wir haben ja festgestellt, das geht ganz schnell in die Hose. Wenn ich noch mehr Häuser baue, ne, und die ganzen Kinder kriegen, dann wird das ja auch nicht gerade besser. Müssen vorsichtiger sein. Aber vorher sind Babys hochgekommen, obwohl es keinen Wohnraum im klassischen Sinn mehr gab. Aber das Thema ist, es könnte trotzdem damit zusammenhängen, weil es sind überall vier drin. Und wenn überall vier drin sind, ist kein Platz für ein Baby. Das könnte schon damit zusammenhängen. Wir waren ja schon so weit, dass hier immer wieder welche gestorben sind, sodass immer Platz in den Häusern war. Dann können wir ja mal eins hinstellen und gucken. Ja, wie gesagt, es kann sein, dass, weil die Häuser sind ja tatsächlich bis unter das Dach voll, dass es doch damit zusammenhängt. Juck, juck, juck. Klopf, klopf, klopf.
da oder da, Hanse, welche? Da sind doch welche da. Die haben wir aufgesammelt, da sind ja noch solche. Also Steinbruch haben wir noch keine, aber das sind so. Hier zum Beispiel liegen Steine rum. Sowas haben wir schon sammeln lassen. Deswegen haben wir Steine noch. Da holen wir auch im Moment auf die Art Erze her. Da haben wir noch keine Minen und Zeug. Ne, seht ihr, wir haben wieder einen Technikpunkt. So. Mach das Häuschen fertig, bin gar nicht neugierig. So, Dille. Es dürft ihr gleich. Schups. Ein 15-jähriger Förster und eine 19-jährige Bauarbeiterin sind da eingezogen. Dann dürfte es hier wahrscheinlich demnächst zwei Kinder geben. So. Doch Eisenerz haben wir. Also bitte. Schäm dich. So. Würdet ihr jetzt das Sägewerk mal fertig machen? Die müssen ja jetzt erstmal üben und rausfinden, wie es geht. Das dauert ja auch immer ein bisschen, ne? Kann ihr Kern nirgends Brennholz? Nö. Kein Brennholz. Zwar normales Holz, aber kein Brennholz. Nee, nee, nicht an allen. Nur an seiner eigenen. Das reicht doch. Der soll der Babys machen. Oh. Das ist nicht wichtig, es muss nur in die eigene reinpassen. Das reicht vollkommen. Es muss nur in die eigene reinpassen. Also wirklich, Kerle. So, jetzt müsste langsam das Handelsschiff zu sehen sein. Theoretisch. Da ist es. Was? Für den Genpool ist das gar nicht gut, wenn der sich zu sehr verbreitert. Es sind zu viele miteinander verwandt. Das ist gar nicht gesund. Das ist eine Lüge. Wenn der sich mit 20 Frauen paart und 20 Kinder mit denen produziert, dann sind das 20 Kinder, die keinen Partner haben, weil sie verwandt sind.
Würden die 20 Frauen von 20 verschiedenen Männern Kinder haben, wären das immerhin 10 neue Pärchen. Ja, so ist das. So. Ja, nee, ist klar. Ist klar. Je enger man verwandt ist, desto gesünder ist man. Nee, ist klar. Der Dorftrottel? Nein, Scherz. Keine Ahnung. So. Wo sind denn jetzt meine Arbeiter hin verschwunden? Hallo? Ach, Schande! Das waren die, die mir eben verteilt haben, oder? Die waren nicht plötzlich übrig. Die waren vorher im Sägewerk. Den einen haben wir in den Brunnen getan. Wo haben wir den zweiten hingetan? Wo haben wir den zweiten? Als Jäger haben wir den reingetan, ne? Du musst wieder ins Säge, ins Dingswerk. Die waren gar nicht auf einmal übrig. So, dann hätte ich jetzt gern ein paar Bretter. So. Ich brauche aber nicht zu viel, ne? So. Wie viel waren das? 30, ja, dann reicht das. Ja, macht ihr schnell die paar Bretter. Ja, danke, Guru. Haben wir gefunden. So, dann haben wir unser Sägewerk wieder. Und nach Möglichkeit nicht wieder Hände und Beine abhacken. Ihr sollt euch ums Holz kümmern. Würden die Männer bei ihren Frauen bleiben, würde das nicht passieren. So einfach ist das. Dann hätten die das Problem nicht. Würden die Hosen bei anderen Frauen zulassen, würde das Problem nicht entstehen. Nein. Gut.
Was? Elisa ist jetzt ein Arbeiter? Das letzte Kind ist erwachsen. Sehr schön. Das nennen kannst du jetzt aber in den Brunnen rein. Tschüss. So. Ist das letzte Kind erwachsen? Ihr habt mittlerweile das Brennholz gefunden. Und kunderbuntes Ernährungsteil. Sehr schön. Sehr schön. Wie weit seid ihr mit den Brettern? 5 erst. Okay. Hier können wir weiterbauen. Hier gibt es demnächst eine Fischerhütte, aber noch keinen Fischer, weil wir dafür keinen freien Arbeiter haben. Beziehungsweise könnten wir gegebenenfalls einen der Bauarbeiter abziehen. So viel bauen wir ja aktuell nicht. Das hat aber dann nichts mit Monogamie zu tun, dass die Inzest so groß wurde, sondern weil sie halt von auswärts kein frisches Blut wollten, wie du gerade gesagt hast. Das ist eine ganz andere Sache. Aber dass enge Familiensachen, auch Cousin und Cousine, Probleme bereitet, das ist ja schon etliche Jahrhunderte bekannt. Das hat nichts mit Monogamie zu tun, sondern damit, dass sie die Reinerhaltung des Blutes haben wollen. Weil sie ja glauben, dass wenn sie eine andere Blutlinie reinlassen, dass das schlecht ist. Bekannt gehen, genau. Sag ich doch, das hat mit Monogamie nichts zu tun. Sondern einfach mit der Einstellung, dass halt von auswärts keiner in die Familie einheiraten darf. Weil das Blut dann nicht mehr rein ist. Ich diskutiere da nicht. So. Ja, wir haben ja noch kein Dings. Das konnte man noch nicht bauen. Wie weit seid ihr? 30. Wir
15 Bretter, schaff die mal darüber. Ihr fängt da jetzt an damit, ne? Ja. Ihr schafft mir mal die Bretter rüber. Dann haben wir diese Endlosbaustelle dann auch bald abgeschlossen. Die Hälfte der Bretter haben wir. So, ich würde mal sagen, wir machen jetzt an dieser Stelle Feierabend. Wie ihr jetzt schon mitgekriegt habt, werde ich wohl auf jeden Fall wohl morgen schon mal eine Pause machen. Ob es dann noch länger nötig ist, wird sich dann zeigen. Auf jeden Fall Dankeschön, dass ihr da wart und ja, dass wir ein bisschen quatschen konnten. Und ja, wie gesagt, wir haben den neuen Spielstand angefangen, den machen wir. Ja, es ist schon Viertel nach eins. Und wie gesagt, ich kriege auch langsam Halsweh. Aber wie gesagt, es hilft alles nichts. Also morgen werde ich auf jeden Fall aussetzen. Und dann sieht man, wie es wird. Vielleicht wahrscheinlich auch das ganze Wochenende. Ich weiß es aber noch nicht. Das sieht man, wie es sich entwickelt mit der Erkältung. Ja, Tee auf jeden Fall. Und ein bisschen mehr schlafen, ein bisschen einkuscheln, ne? Und ja, war schön, dass ihr da wart, dass ihr mitgefiebert habt. Und ja, leider ist uns ja ein Dorf komplett verstorben praktisch. Jetzt mussten wir ja neu anfangen. Ja, schauen wir mal. Dann lasst es euch gut gehen, lasst euch nicht stressen. Und...